Hallo Freunde und willkommen zu Let's Play Plus im Monat Mai. Wir nehmen uns den zweiten PlayStation 4 Only Titel vor, der dort in diesem Fall heißt Guacamelee Super Turbo Championship Edition. Genau, wir ja, stürzen uns gleich mal ins Spiel. Ich will jetzt nicht hier zu viel quatschen. Juan heißen wir. Juan, bist du zu Hause? Juan, wach auf. Juan. So, wir sind Juan. Ich kenne Guacamelee Super Turbo Championship Edition bereits von der Xbox One, aber hier für Play Plus nehmen wir natürlich ausschließlich PlayStation-Titel, sonst hätte ich ja schon eine Aufnahme fertig machen können. Aber das habe ich mal nicht gemacht. So, Juan ist ein Luchador. Wird sich alles aber im Laufe des Spiels aufklären. Ich will euch hier nicht zu viel vorwegnehmen und zeige euch jetzt einfach mal so die ersten 10, 15, vielleicht 20 Minuten mal gucken, dass ich euch halt einen kompletten Abschnitt mal zeige. Endlich bist du wach, es ist Mittag, die Sonne steht im Zenit. Es ist keine Zeit, den Tag zu verschlafen. Das Fest zum Dia de los Muertos steht bevor. Punkt, Punkt, Punkt. Mach dich ein wenig frisch, ich könnte deine starke Arme in der Kirche gebrauchen, nachdem du die Zähne geputzt hast. So, bumm. Da ist die Karte, wir müssen da hin, da ist so eine komische Kirche, da wartet der auf uns. Wir können jetzt hier noch nicht sehr viel machen, weil ist ja auch gerade mal erst der Anfang des Spiels. Wir können klopfen. Das bringt uns aber nichts. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zur Kirche. So, hier hinten die Fässer können wir kaputt hauen. Ich muss mal eben schnell ein bisschen leiser machen hier. Zumindest mein Headset, weil es ist gerade doch ein wenig laut, der Sound. So. Also wie gesagt, diese Fässer können wir kaputt hauen. Da sind Münzen drin. Und mit den Münzen können wir uns nachher bei entsprechenden Shops irgendwelche Boni kaufen. Neue Moves und so weiter. Aber das seht ihr ja dann, wenn ihr das Spiel selber spielt, im späteren Verlauf. Also ich muss immer mal auf die Karte gucken, weil ich das natürlich nicht im Kopf habe, wo ich hier lang muss. Aber wir gucken uns natürlich auch ein ganz kleines bisschen um. So, der lässt uns nicht durch. So, wir können hier auch in einen Großteil der Gebäude reingehen und da finden wir auch immer mal ein bisschen was. Aber das spare ich uns mal so ein bisschen, weil diese Nebenaufgaben, die überlasse ich euch selbst. So, wo ist die Kirche? Die ist ein bisschen weiter oben. Dann müssen wir hier hoch. Das sieht mir doch aus wie eine Kirche. Hola, Juan. Danke für deine Hilfsbereitschaft. Ich versuche hier etwas Platz zu schaffen. Wir erwarten Leute von überall her, die zum Fest kommen. Selbst El Presidentes Tochter ist von der Universidad de Santa Lucita zurückgekehrt. Genug von dem Tratsch. Könntest du die leeren Weinfässer in der Ecke dort zertrümmern? Mit dem größten Vergnügen. Welche Kraft? Ich wusste, was in dir steckt. El Presidentes Tochter hat immer gesagt, dass sie dein Potenzial ebenfalls erkennt. Was für ein nettes Mädchen. Ich bin so froh, dass der Botschaftersohn aus dem Spiel ist. Er und die Frau von El Minister. Was für ein Skandal. Was? Hablando del Rey de Roma. Wen haben wir da? Wenn einer von euch zufällig Spanisch spricht, möge er mir doch bitte diese spanischen Wortfetzen etwas übersetzen und in die Kommentare schreiben. Hallo, Frei. Ich, Juan. Frei wollte, dass ich heute vorbeischaue. Ich hatte dich hier nicht erwartet. Juan, du siehst so. Weißt du noch, als wir Kinder waren, wir haben uns gemeinsam so viel Ärger eingehandelt. Wow. Das fühlt sich an, als wäre es ewig her oder wäre es ewig her. Du bist wirklich erwachsen geworden. Wie dem auch sei, Frei. Das reimt sich. Ich habe die Stühle gefunden, die du wolltest. Ich bringe sie später vorbei, Frei. Juan, könntest du zur Villa kommen und mir dort beim Tragen helfen? Ich würde wirklich gerne Zeit mit dir verbringen. Wenn du willst, vielleicht können wir sogar zusammen zum Fest gehen. Ich muss jetzt los, hoffentlich bis später, Juan. Tschüss, Frei. Hey, Juan, hast du das gehört?
Das ist deine Chance. Oh. Viel besser als meine Telenovelas. Oha, wie oft muss ich den Kindern noch sagen, sie sollen nicht mit dem Feuerwerk spielen? Was wollte ich sagen? Genau, El-Präsident ist Tochter. Du solltest sie wirklich mal treffen. So, wir können jetzt nochmal auf die Karte gucken. Wir müssen dort nach links. Also, raus hier. Und weiter gen left. Hey, lass mich durch hier. Was ist los? Ein paar Stühle fürs Fest? Klar, ich mach's schon. Ay, Dios mio. El Presidente des Villa steht in Flammen. Tu etwas, Juan. So, und ab in die Villa. Oh, da versucht also jemand den Helden zu mimen. Du bist weit weg von deinen Feldern, Agave-Junge. Das ist kein Ort für dich. Juan, lauf jetzt, bevor dieses widerliche Skelett dich auch erwischt. Haha, was haben wir denn da? Ich hätte gewiss nichts dagegen, dir diese Augen aus dem Schädel zu brennen. Gran Calaca, es wäre mir eine Freude, mich um diesen Eindringling zu kümmern. Überlass ihn hier mir, Flammengesicht. Ich könnte heute etwas Action vertragen. Silencio! Silence! I kill you! Wenn Jaguar Javier hier wäre, könnte er mit dieser Aufgabe betraut werden. Leider ist er beschäftigt. Ich werde mich selbst um diesen kümmerlichen Jimador kümmern. Oder Jimador. Ich weiß immer nicht, wie man das J ausspricht. Ob mit Ch oder mit J. Die Welt der Lebenden hat viele einst... Was? Hat vielleicht einst beschlossen, mich zu vergessen, doch dieses Mal werde ich ihnen keine Wahl lassen. Ich bin Carlos Calaca, Herrscher der Welt der Toten, und du bist nicht einmal ein Luchador. Mach dich bereit zu sterben. V ist Carlos Calaca. Muss ich dem jetzt aufs Maul hauen? Juan, nein! Hey Leute, was hab ich verpasst? Und nun sind wir in der Geisterwelt. Kisten hauen, yeah. Hier diese grünen Blöcke, die können wir später auch kaputt hauen. Dazu müssen wir aber erstmal die nötige Fähigkeit haben und die können wir uns kaufen, sobald wir nachher ein bisschen Kohle haben. Und den ersten Shop erwischt haben oder einen der Shops, ich weiß gar nicht, welche Fähigkeit man wann bekommt. Sei gegrüßt, Juan, ich bin Tostada, Hüterin der Maske. Wie interessant, dass sich die Maske dir offenbart hat. Calaca hat die Ordnung des Universums gestört. Du hast bei dieser Sache sicher eine Rolle zu spielen. Wenn du diese Maske aufsetzt, Juan, wird ihre Macht dich in die Welt der Lebenden zurückbringen. Bist du bereit? Yes, of course, ma'am. Und nun sind wir der mächtige Luchador. Viva la Resurrection. Psst, Luchador, hier drüben. Die Stadt wird von bösen Skeletten angegriffen. Sie haben alle in der Kirche eingesperrt. Und ich fürchte, sie wollen sie niederbrennen. Bitte rette uns. Noch ein Tipp, bevor du gehst. Wenn du dein aktuelles Ziel sehen willst, drücke Touchpad. Jetzt geh bitte und rette die Stadt. Ich tue weiter so, als wäre ich ein Fass. Na dann viel Spaß dabei. Ja gut, man kann das jetzt hier auch mit bis zu 4 Spielern spielen. Aber machen wir jetzt mal nicht. Bäm. So, ihr seht, wir haben auch ein kleines Kombo-System.
Und wenn wir gut genug sind, bam, können wir sogar Würfe ausführen. Ach nee, Quatsch, das... Komm zurück, du Schurke. Hilfe, Hilfe. Du da, Luchador, rette mich vor diesem Esqueletto. Würde ich gerne machen. Ah. Vielen Dank, mein Sohn, aber wir sind noch nicht sicher. Die Stadtbewohner, alle Stadtbewohner wurden auf der Toilette eingesperrt. Alle auf eine Toilette? Wow, muss ja eine große Buchte sein. Hilf uns, wir haben Angst und es riecht widerlich hier drin. Eieiei, da kommen sie. Warte mal, wie war das nochmal? Wir waren hier nochmal rollen. Ah, okay. L2. Wie war das nochmal? Rolle in das Ende seines Hiebes. Ach so. Den habe ich, den hätte ich jetzt fast übersehen, so blind wie ich bin. Ah, endlich sind wir sicher. Du hast uns gerettet. Befreie jetzt bitte die Stadtbewohner aus der Toilette. Ich kann dir für alles, was du heute hier getan hast, nicht genug danken, Luchador. Ich befürchte aber um die Sicherheit von El Presidente und seiner Familie. Suche in Santa Lucita nach Hinweisen. Ich glaube, einige der bösen Skelette sind in diese Richtung gegangen. Geh mit Gott, Luchador. Die Welt braucht deine Hilfe. So, ich habe euch erst so ein bisschen die erste Hauptmission mal gezeigt. Ich weiß gar nicht, können wir jetzt hier drüben wieder rein? Ja, ich weiß aber nicht, ob wir da was finden. Ich gehe jetzt da einfach mal pauschal hin. La Mansion de la Presidente. Also die Präsidentenvilla. So, wir müssen jetzt eigentlich ganz da nach rechts. Diese alte Casa steht seit Jahren leer. Die Leute sagen, darin hätte eine Hexe gehaust. Wahr oder nicht? Niemand will hier wohnen. So, wir können halt mit allen möglichen Leuten quatschen. Frei, eieiei, sagt, ich bin die beste Mathletin der Stadt. Hättest du damit gerechnet? Natürlich nicht. Gracias. Du hast, dass du die Stadt gerettet hast. Prego, mon ami. Achso, ich muss ja hier noch weiter runter. So, hier unten kommen wir nachher rein. Da können wir jetzt noch nicht durch. Dazu brauchen wir halt erst diese entsprechende Fähigkeit, die uns ermöglicht, auch in diese kleinen... Und das hier ist dann ein Questgeber für eine Nebenaufgabe. Wirklich magnifico. Wie du mit den Skeletten fertig geworden bist. Vielleicht könntest du mir bei einem kleinen Problem helfen. Mein Haus wurde von Hühnern überrannt. Ich weiß nicht wie, aber sie sind aus ihrem Gehege entwischt. Tue, was nötig ist, um sie dahin zurückzubringen. Schlag sie, wirf sie. Alles kein Problem, meine Hühner sind hier die zähesten. Okay, das müssen wir nämlich hier drin machen. Hier haben wir nämlich die komischen Hühner. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die in dieses kleine Gehege hier reingehen. Ups.
Wir haben es geschafft. So, das sind immer so kleine Nebenaufgaben, für die wir dann gleich Münzen bekommen. Gracias, Senor. Endlich herrscht wieder Ordnung in Casa. Hier, ich habe gesehen, wie eines der Skelette dies in der Stadt verloren hat. Hoffentlich ist es dir von Nutzen. Ein Herzteil. So, damit steigern wir nachher im weiteren Verlauf, wenn wir ein komplettes Herz fertig haben, immer unsere Lebensenergie. Hola, unser neuer geheimnisvoller Papacito. Gucken wir doch mal, was uns hier erwartet. In letzter Zeit ist es wirklich ruhig geworden im Haus. Ich kann mich einfach nicht durchringen, ihr Lieblingsspielzeug wegzuwerfen. Deshalb bewahre ich es im Keller unter der Treppe auf. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Wie war das nochmal? Es ging aber, glaube ich, auch alles erst später. So, also wie gesagt, ich mache jetzt die nächste Hauptmission nicht. Das überlasse ich euch. Aber ich zeige euch noch so ein bisschen das Spiel. Ne, wobei es da jetzt hier nicht mehr allzu viel zu zeigen gibt. Agavenfeld. So, das ist ja jetzt hier der Weg zurück zu meinem Kader. So, hier ist meine Bude. Ja, ich glaube, sehr viel mehr kann ich euch jetzt so als kleinen Ersteindruck gar nicht zeigen. Auf jeden Fall ist Guacamelee ein sehr witziges Spiel. Es spielt sich ganz fluffig, es spielt sich gut, es spielt sich flüssig, ist auch einsteigerfreundlich. Also für eine Runde zwischendurch kann man sich das echt mal angucken. Und vor allen Dingen hat es einen ganz tollen Humor, den ich richtig genial finde. Wie gesagt, ich kenne das Spiel schon so ein bisschen von der Xbox One, auch wenn ich es da nicht sehr viel gespielt habe. Ich habe es mir ein bisschen angeguckt. Hier sind wir jetzt auf dem Friedhof und das hier würde ich euch gerne noch zeigen. Das hier ist nämlich der Shop. Und hier können wir ein bisschen was kaufen, zum Beispiel neue Kostüme. Ne? Könnten wir uns neue Kostüme holen, ne? Neue Farben und so weiter. Wir können nachher später zum Beispiel auch andere Charaktere kaufen. Und das hat halt dann auch alles immer irgendwelche Statuswerte, die sich ändern. Hier kann man zum Beispiel, wo war sie gerade? Da, bei ihr. Sprungtritt und Gerissenheit. Kostüm auswählen. So, und jetzt sehen wir aus wie sie. Ne? Und bei den Fähigkeiten, da können wir dann für die Münzen, die wir sammeln, hier verschiedene Fähigkeiten und Boni kaufen. Also jetzt irgendwelche neuen Moves oder hier eben halt auch Gesundheit oder Gesundheitsregenerationsverbesserung und so weiter. Wir haben jetzt natürlich noch nicht genug zusammen, aber ich denke mal, ist klar, dass ich euch das bloß zeigen will. Und jetzt sind wir halt die hier, die Gute. Ich habe jetzt gar nicht auf ihren Namen geachtet. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Den Rest des Spiels will ich euch selbst überlassen. Ich will euch natürlich den ganzen Spaß nicht vorwegnehmen. Und klar ist auf jeden Fall, das Spiel ist ein großer Spaß. Ich sage jetzt hier erstmal danke fürs Reinschauen. Viel Spaß beim selber Spielen. Viel Spaß beim Kommentieren, Teilen, Liken. Vergesst das Abonnieren nicht, dann verpasst ihr auch nichts in der Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.